Yo, liebe Malonzo Gang, heute bin ich wieder zurück. Heute reagieren wir auf Böse Onkels Weiß, weil wir das einmal im Stream hatten und noch nicht im Video. Ich weiß, es kamen lange keine Videos. Ihr wisst Bescheid, die Schule stresst. Und ich habe aktuell oder hatte keine Energie für Videos. Und das tut mir auf jeden Fall leid. Stream tue ich ja so oder so, wisst ihr ja Bescheid. Aber ja, Videos werde ich auf jeden Fall machen. Auf dem zweiten Kanal kommt demnächst auch was. Freut euch auf jeden Fall darauf. Und noch bin ich nicht von der Zielscheibe, Leute, in der bösen Onkel-Szene. Ja, ja, ihr kleinen Hater, ihr dachtet, ihr kriegt mich weg von der Szene. Aber ich bin immer noch da, Leute. Freut mich auf jeden Fall, dass ich immer noch Videos mache. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und ich würde sagen, wir starten rein in Böse Onkels Weiß. So, Leute, ich würde sagen, wir fangen an. Heute mal wieder ein bisschen entspannt wieder Onkels. Ey, bin gespannt. Let's go. Ach, und falls ihr noch Vorschläge habt, natürlich auch wieder in die Kommentare. Und lasst gerne ein Abo da, ja? Würde mich auf jeden Fall mega supporten und unterstützen. Ja, ist ja das Gleiche. Aber ja, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Yo. Und das Video lädt. Ja, also ohne Scheiß, wir hatten es ja mal im Stream gehabt, einmal, nur ganz wichtig, einmal hatten wir das Ganze. Kevins Stimme ist auf jeden Fall ein bisschen im Hintergrund, aber am Anfang die Instrumentals haben mir auf jeden Fall schon mal richtig geil gefallen. Also ja, fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Geht wieder ab. Daran kann ich mich erinnern, Leute. Das ist meine Welt. Yo. Weiß und steril. Gefühle warten. Bevölkert. Im Exil. Ja, das daran, ist. Daran konnte ich mich tatsächlich noch erinnern. Mit dem Schlagzeug. Ja, ja, ja. Das fand ich auf jeden Fall gut im Stream. Ja, Weiß. Das Onkelslied. Dafür ist es ja ein ganzes Album noch dazu. Ihr müsst mir auf jeden Fall noch ein paar Songs in die Kommentare schreiben, auf die wir noch reagieren sollen. Von dem Album oder von dem schwarzen Album. Es gibt ja noch Schwarz, das Album. Können wir uns auch auf jeden Fall auch mal anhören. Ja, so, ist auch ein Song. Also, ich kenne die beiden Alben. Aber so wirklich habe ich da nie reingehört, weil das halt, wo ich ein bisschen kleiner war, halt nicht so auf meiner Zielscheibe war, nur halt die anderen Alben, ne, also es ist ja eine EP, sozusagen, es ist ja nicht mal ein Album, korrigiert mich auf jeden Fall, falls es falsch ist, aber es ist eine EP, sofern ich weiß. Meine Welt, weiß und steril, Psychopathen, bevölkert, in dem Exil. Gitarre an der Stelle, yo. Ganz böse. Versuche natürlich ein bisschen reinzuhören, weil man natürlich nicht direkt alles raushören kann. Ist ja eher im Hintergrund, aber an sich gefallen mir schon die Instrumentals. Wisst ihr ja, auf den Text muss ich mich immer ein bisschen reinhören. Das dauert bei mir immer ein bisschen.
Das dauert immer, braucht ein paar Anläufe, aber ja, trotzdem kann ich mein Feedback dazu sagen, natürlich. Yo, das ist auch ein geiler Part. Nur mit dem Schlagzeug. Das ist meine Welt. Weiß und steril. Psychopathen, Völker. Hirne im Exil. Ja, das ist meine Welt. Weiß und steril. Psychopathen, Völker. Hirne im Exil. Es gibt sogar eine Tonhöhe höher. Interessant. Geil. Nee, aber ohne Scheiß, wenn ihr mehr Titel habt von der EP oder von der Böse Onkels Schwarz EP, gerne reinhauen, werde ich mir anhören. Yo. Kann man sagen, was man will, oder? Das ist meine Welt. Weiß und steril. Psychopathen, Völker. Hirne im Exil. Ja, das ist meine Welt. Weiß und steril. Psychopathen, Völker. Hirne im Exil. Ja, das ist meine Welt. Hey. Kann schon mitsingen. Oh, dieser Gitarrenpart, ne? Oh Mann, schade, ohne Scheiß. Der Gitarrenpart wollte ich jetzt gerade noch sagen. Der ist hammermäßig geil gewesen. Ja, Leute. Ja, das war Onkels Weiß. Ganz simpel, ist ein Lied, 4 Minuten 42. Hammer, hammermäßig. Scheint auch ein bisschen unbekannter zu sein. Also, ja, weiß ich nicht. Müsst auf jeden Fall mal reinschreiben, wann es rausgekommen ist. Aber so viel scheint es ja nicht auf YouTube zu haben. Aber ja, Leute, trotzdem an sich wirklich ein hammermäßig stabiles Teil. Also, ja, kann man sich auf jeden Fall geben. Schreibt auf jeden Fall weitere Titel in die Kommentare von dem Weiß- und Schwarz-Album. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, Leute. Am Schluss kann ich natürlich nur sagen, morgen werde ich natürlich wieder streamen. Ihr wisst Bescheid, Leute. Falls ihr jetzt noch interessiert seid an anderen Onkels-Videos, checkt es gerne aus. Hier blende ich euch welche ein. Ganz, ganz easy. Abonniert gerne den Kanal. Wer es fühlt, der kann gerne abonnieren. Und wer gerne mal live mit dabei sein will, am Samstag 19 Uhr, kann es gerne tun. Wer es nicht fühlt, ist auch nicht schlimm. Aber würde mich auf jeden Fall mega freuen, Leute. Und jetzt habt noch einen positiven Tag.